Wir fahren fort mit Herrn Pureger. Guten Tag, mein Name ist Alexander Pureger. Ich bin Geschäftsleiter von Wireless. Vielleicht ein wenig Hintergrund zu von Wireless. Von Wireless ist ein Unternehmen in London. Wir haben vor 7 Jahren begonnen mit der Vision, ein Wi-Fi-Netzwerk zu bauen. Basierend auf ähnlichen Argumenten, wie wir gerade vorhin gehört haben, Wi-Fi verfügbar zu machen, Wireless LAN verfügbar zu machen. Wir sind das größte Wi-Fi-Netzwerk der Welt. Wir haben 8 Millionen Hotspots. Jedes 3, 4 Monate kommen 1 Million Hotspots hinzu. Diese Hotspots, diese Wi-Fi-Access-Punkte werden über ein Crowdsourced-Approach gemacht. Das heißt, Kunden teilen ihr Wi-Fi, werden Mitglied bei der Phone-Community und teilen dadurch ihr Wi-Fi. Das heißt, ihr Hausanschluss oder ihr Geschäftsanschluss wird zu einem Wi-Fi-Hotspot. Ich will das erläutern, damit Sie verstehen, was unser Standpunkt dazu ist. Unsere Position zu dem Thema Störerhaftungsgesetz ist, dass wir sehr wohl mit dem in Eingang stehen und es auch für uns keine Probleme darstellt. Weder in Deutschland noch in einem anderen Land, in dem wir operieren. Die größten Länder, in denen wir vertreten sind, sind England, Frankreich, Portugal, Japan, Brasilien. Wir treffen immer wieder unterschiedliche Gesetzeslagen, unterschiedliche Anforderungen. Das macht es auf internationaler Ebene schwierig. Ich weiß, für Sie ist das Nationale relevant. Aber die Ansichtssache, unsere Ansichtssache ist, dass Wi-Fi soll nicht eine inoffizielle Hintertür ins Internet sein. Ja, Wi-Fi ist eine Access Technology, die Zugang zum Internet gibt, in der Regeln ähnlich betrachtet werden sollten wie in anderen Access Technologies. Wir glauben auch nicht, dass das innovationshindernd ist oder dass ein Störerhaftungsgesetz die Verfügbarkeit von Wi-Fi limitieren muss. Tut es das? Das kann durchaus sein. Ich habe das Argument vorhin von Angst, können wir auch verstehen. Ja, das ist, ich glaube, vor allem in Deutschland stärker als in anderen Ländern sind die Leute besorgt darum, dass sie ihr Wi-Fi öffnen. Aber es ist mehr ein Thema der Angst, glaube ich, als der konkreten Realisierung, dass ein offenes Wi-Fi tatsächlich eine Hintertür ins Internet wäre. Ja, und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der sein Wi-Fi offen lässt, die Intention hat, unauthentifizierten Traffic ins Internet zu lassen. Das heißt, unser Standpunkt, mein Standpunkt ist, dass Störerhaftungsgesetz nicht in Konflikt steht mit Innovation oder mit Verfügbarkeit von viel offenem Wi-Fi. Es bedarf bestimmter technischer Implementierungen, das ist richtig, ja. Aber ich würde mal sagen, das ist ähnlich wie in allen Telekommunikationsbereichen Regeln geben muss und sollte, an denen man sich orientieren kann.